Als nächster Irmgard Kreis von den NEOS. Als nächste zu Wort gemeldet Frau Abgeordnete Doktorin Irmgard Kreis, bitte. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Mitglieder der Bundesregierung, meine Damen und Herren. Not only must justice be seen to be done, it must also be seen to be done. Also es genügt nicht, dass es gerecht zugeht, man muss auch sehen, dass es gerecht zugeht. Das sagt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der EGMR, in ständiger Rechtsprechung. Und warum sagt er das? Warum sagt er das? Dass es wichtig ist, ob der Anschein besteht, dass es in einem Staat, in der Justiz eines Staates, in einem Rechtsstaat gerecht zugeht. Weil das die Grundlage des Vertrauens in den Staat, in den Rechtsstaat ist. Das Vertrauen ist ja heute schon wiederholt erwähnt worden. Und tatsächlich ist das Vertrauen die Grundlage unseres friedlichen Zusammenlebens. Gäbe es dieses Vertrauen in die staatlichen Institutionen nicht, ja, was wäre die Folge? Die Folge wäre, dass jeder sein Recht selber in die Hand nehmen müsste. Daher gibt es kein friedliches Zusammenleben ohne Vertrauen in den Rechtsstaat. Und dieses Vertrauen in den Rechtsstaat, das ist durch diese BVD-Affäre ganz grundlegend erschüttert worden. Vor ein paar Tagen ist eine Bekannte von mir, sie ist Ausländerin, kommt ursprünglich aus Asien, unterrichtet seit mehr als 10 Jahren an einer österreichischen Hochschule. Vor ein paar Tagen ist sie von einer deutschen Kollegin angerufen worden, die zu ihr gesagt hat, sag einmal, fühlst du dich noch sicher in Österreich? Was geht denn hier vor? Du bist ja Ausländerin. Willst du nicht überlegen, ob du nicht wieder nach Deutschland kommst? Sie hat ja früher an einer deutschen Universität unterrichtet. Das ist ein Faktum. Ein Faktum, dass Menschen, die vom Ausland her ein bestimmtes Bild der Vorkommnisse bei uns bekommen, das Gefühl haben, dem Rechtsstaat in Österreich kann man nicht mehr vertrauen. Und diese Situation wurde herbeigeführt durch etwas, was man die Arroganz der Macht nennen kann, wie mit einer offenkundig überzogenen Aktion, jedenfalls hat es den deutlichen Anschein, dass das eine überzogene Aktion war, wie mit einer solchen Aktion vorgegangen wurde. Man könnte auch sagen, vielleicht ist es die Macht der Dummheit, weil man nicht berücksichtigt hat, welche Folgen ein solches Vorgehen haben kann. Und was mich ganz besonders schmerzt, als ehemalige Richterin, ist, dass hier dann der Herr Justizminister ausrückt, um die Staatsanwaltschaft zu verteidigen. Weil wir in Österreich noch immer die Weisungsspitze der Staatsanwaltschaft bei einem Regierungsmitglied haben. Und ein Regierungsmitglied muss damit ein anderes Regierungsmitglied decken oder ihm in dieser Bredouille beispringen. Erst wenn Österreich auch einen unabhängigen Generalstaatsanwalt hat, wenn die Gewaltenteilung auch in diesem Bereich wirklich umgesetzt hat, wird wieder ein Vertrauen in die Justiz auch nach dem äußeren Anschein gerechtfertigt sein. Daher ist das ein Fall, der bestätigt, dass wir hier großen
Nachholbedarf haben. Schließen möchte ich mit einem Entschließungsantrag. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat schnellstmöglich eine Gesetzesvorlage zuzuleiten, die standardisierte und regelmäßige Kontrolle der Räumlichkeiten verfassungsmäßiger Institutionen auf Abhörsicherheit vorsieht. Danke. Irmgard Gries von den NEOS betont die essentielle Wichtigkeit von Vertrauen in den Rechtsstaat. Und dieses Vertrauen ist grundlegend erschüttert worden in der Affäre BVT.